Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 140 von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Wir springen direkt rein und stellen fest, wir wollen nicht als Eve spielen. Aber wir spielen als Isaac. Okay. Als Isaac starten wir als unser Benchmark-Charakter, also nichts Ungewöhnliches, einziger Unterschied. Wir haben den D6, mit dem wir Items rerollen können. Also speziell Items auf ihren Pedestals. Nicht jedes beliebige Item. Das wäre zwar irgendwie ein sehr interessantes Thema für den Community-Remix-Mod, aber ich glaube, entweder wäre es extrem OP oder absolut scheiße. Weil, wenn ihr alle Items rerollen könnt, was wäre denn, wenn ihr zum Beispiel auf einmal sowas bekommt wie Epic Cake und so weiter? Und in Kombination mit My Reflection. Der Quarter. Okay, den lassen wir definitiv erstmal liegen und da denken wir aktiv drüber nach, ob wir den mitnehmen oder rerollen. Wenn wir jetzt nämlich noch einen Schlüssel bekommen, dann können wir schon im Shop direkt rerollen, auf dem allerersten Floor. Und uns dann, was auch immer wir wollen, dort kaufen. Also zum Beispiel die Nuns Habit oder eine von den Batterien. Ja, wie auch immer. Wir kämpfen jetzt erstmal so mit ein paar Walkern und beschäftigen uns danach dann mit dem Boss. Na komm. Ja, da ist der Schlüssel, den wir wollten. Peilen wir doch mal den Shop an. Was gibt es hier? Mom's Coin Purse. Leather. Okay. Wir schnappen uns den Quarter. 25 Cent. Schnappen uns den Schlüssel. Secret Room? Hey, Secret Room. No. Okay, spielen wir dreimal. Zweimal. Zweimal? Bomben? Nein. Okay. Das war dann wohl dumm gelaufen. Dann geht's auf zum Boss. Hey ho, let's go. Rechts. Und... Ah, Larry Jr. Was geht, Digga? Sup, bro. Nee. Häufchen. Okay, wie immer übrigens, ne? Frische Sitzung, keine Initialchance auf Deals. Sorry, ich bin gerade doch sehr darauf konzentriert, keinen Damage zu nehmen. Upp, das war Larry Jr. Stückchen Nummer 1. Okay, und Larry Jr. Stückchen 2. Passion Boy, mehr Kleingeld. Ich bin irgendwie ein wenig enttäuscht, aber nicht überrascht. Und enttäuscht und nicht überrascht verschwinden wir auf den nächsten Floor. Wo wir direkt ein paar Hives finden. Okay, Hive 1, Hive 2. Ja, schon mal schön. Oh Gott, dang it. Den habe ich nicht gesehen. Champion Hive. Yep. Okay. Boink. Item Room. Tinted Rock. Having a blast. Entschuldigung. Dann, letzter Gasher, Reroll parat, Item Room, Mr. Mega. Reroll. Blood Rites. Aufheben. Weglegen. Goldene Truhe können wir nicht öffnen, weil wir keine Schlüssel haben. Nächster Stopp, links abbiegen. Wir haben eine Arcade, wie erwartet. Da wir über 5 Cent waren, als wir den Floor verlassen haben. Stirb mal schnell, Hive.
war das doch relativ easy abzusehen, dass wir eine Arcade finden. Da ist der zweite Schlüssel, den wir bräuchten. Second Floor Blood Bag wäre cool. Aber anscheinend nicht machbar. Anscheinend nicht. Alles klar. Dann nächster Stopp, Shop. Shop till you drop. Es gibt hier Blue Candle. Wir kaufen auf jeden Fall erstmal den Schlüssel. Und gehen hier runter und holen uns die goldene Truhe mit einem ganzen Haufen Kleingeld und zwei roten Herzen. Noch weitere vier Versuche für die Blood Bank. Ja. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und boom. Ha! Called it. Called it. Yay! HP Upgrades, Speed Upgrade. Plus 4 Herzen Recovery. Was ich immer vergesse zu erwähnen, glaube ich. Naja, wie auch immer. Rote Herzen. Kleingeld. Ich hätte gerne Schlüssel. Komm schon. Yay! Ein Schlüssel. Sehr schön. Jetzt können wir da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Nämlich mit dem Rest des Floors. Halt. Tinted Rock. Hallo, hallo. Goldene Truhe. Range up. Ja. 5 Cent. Deswegen zerstört man immer schön die Häufchen. Blast Assist. Hallo, hallo, ich bin der Batman. Blast Assist ist hinüber. Da gibt's noch eine Bombe. Wir haben unseren Reroll und sagen dem Shop hallo. Hallo, hallo, Shop. Was geht? Lord Bark. Notched Axe. Oder Notched Pickaxe. Disappointing. So, was haben wir jetzt hier noch? Spielautomat, Curse Room, zwei Feuer, Schlüssel, Curse Room, Spinnen, Bosskampf, Duck of Flies. Na komm. Komm, Duke of Flies. Kratz endlich ab. Gleich haben wir's. Jep, da war er. Das gerade hat dann unsere Deal-Chance vergeigt. Ganz toll. Hey, nein! Wir haben eine Deal-Chance. HP Upgrade. Gimme Stuff. Act. Bam. Kostet 2 Spirit-Herzen. Gibt uns 2 Spirit-Herzen. Pierce Upgrade. Damage Upgrade. Oh, wir können leider nichts mehr machen. Wir könnten uns noch Rage, respektive Bloody Lust kaufen, aber das ist ein Special-Item. Und ein beschissenes noch mit dazu. Und was eine Option wäre... Wäre... Kleinen Moment. Das wäre fast eine Pretty Fly geworden. Na komm. Na komm. Gib mir eine Bombe. Ich weiß, wir haben noch eine. Ich will aber noch eine. Bad Gas. Böp. Okay. Wetten, der Secret Room ist da nicht? War mir klar. Okay. Dann ist er vermutlich unter dem Shop. Kleingeld. Komm schon.
Na komm. Na gut, wir spielen runter bis auf 30, wenn wir bis dahin keine Bomben haben. Lassen wir es bleiben. Okay, bitch. Nächster Floor. Das war doch Bloody Last, ne? Ja. Okay, nächster Floor. Caves 1. Oh Gott, dang it. Rotes Herz, Curse Room. Curse Room ist dann definitiv auch noch eine Option. Allerdings erst, wenn wir gegen den Boss gekämpft haben, damit wir noch das halbe Spirit Herz zur Verfügung haben. Okay, wir haben einen Reroll und eine unbekannte Pille. Telepills. Curse Room. Drei Kamikaze fliegen. Equally as likely. Na, wir gehen hier unten weiter. Ich dachte eben erst daran, oben weiter zu laufen, aber wenn wir schon in die Richtung fortgestoßen sind, vorgestoßen. Yep, wäre es wahrscheinlicher, hier das zu finden, was wir suchen. Rotes Herz, Item Room, Bag of Pennies, SMB Superfan, All Stats Upgrade. Jupp, Tidu. Lassen wir liegen, holen wir uns dann definitiv. Versprochen. Vorausgesetzt, wir sterben nicht vorher, natürlich. Lassen wir aber erstmal liegen, weil Special Item. Ansonsten. Library. Interessant. Doppel-Item Room Possibility. Okay. Ja, stirbt Champion auch. Hi. Fucking. Gosh dang it. Jetzt gibt mir wenigstens einen Schlüssel. Natürlich. Wieso auch? Oh Gott dang it. Okay, da ist der Schlüssel, den wir wollten. Bist du Two of Hearts? Yes! Habit! Yes! Bombe! Yes! Schlüssel! Oh, halt! Ein Feuer sollten wir anlassen. Mit der Bombe. Tinted Rock. Schlüssel, Schlüssel. Library. Book of Revelations, Book of Sin, ein zufälliger Consumable, eine Bombe. Book of Revelations, Spirit Heart. Bedeutet für uns, dass wir jetzt wahrscheinlich gegen einen Reiter kämpfen. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Ja. Okay, Missing Page, 1 und 25 Chance, das Necronomicon zu aktivieren, wenn wir getroffen werden, wohlgemerkt. Oder zumindest Schaden nehmen. Library, Reroll, Monster Manual, Necronomicon, okay. Dann auf zum Boss. Hallihallo, Hallöchen. Pestilence. Au. Okay. Dankeschön. Das macht meine Arbeit auf jeden Fall einfacher. Wow. What the fuck? Ein Fehler in der Matrix. Wo? Unser SMB Superfan nicht vergessen, fällt mir gerade auf. Fermin ist halbwegs tot. Oh Gott, dang it. Da wäre der Gewinn.
Ich habe gerade nicht gemerkt, dass wir schon so viel Damage genommen haben. Okay, Famine ist tot. Cube of Meat, Orbital blockiert gegen Projektile. Rotes Herz. Und Kommando zurück in die Library. Reroll. Book of Shadows. 7 Sekunden Schild. Wieder weglegen. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Und schnappen uns SMB Superfan. All Stats Upgrade, inklusive Damage Upgrade. Außerdem sehen wir ganz cool aus. Okay, einmal. Zweimal. Wir haben einen Reroll und weiterhin volles Leben. Reroll. Telepathy for Dummies. Homing Tears für einen Raum. Book of Belial. Damage Upgrade für einen Raum. Oh, wo gehen wir jetzt hin? 1-2, 1-2. Nimmt sich nicht viel. Na, wir gehen unten zum Curse Room. Hier kommen wir geradeaus durch, oder? Ja. 1-2. Reroll, ahoi. Und Reroll. Anarchist Cookbook. Spawn zufällig über den Raum verteilt Bomben. Damit könnten wir eventuell sogar... Leider keine Bombe richtig gelandet. Schade. Ansonsten hätten wir damit eigentlich, Dingens, den Secret Room öffnen können. Vorausgesetzt, er wäre da oben. Einmal, zweimal. Okay, Stück ausgewichen. Reroll. Technology. Okay, dann machen wir das Ganze noch ein allerletztes Mal. Einmal. Zweimal. Ja, wenn wir sowieso schon hier unten sind, holen wir uns gerade das eine rote Herz, würde ich vorschlagen. Boink. Ja, Stückchen ausweichen. Das sieht aus, als wären wir kurz vor einem Breaking Run. Ich bin interessiert. Bean, kurz aufheben. Weglegen. Rerollen. Deck of Cards. Gibt uns eine zufällige Tarotkarte. Es ist der Hero Farm. Gibt uns zwei Spirit Herzen. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Richtig geraten. Einmal. Zweimal. Wieder hoch. Reroll. Quadshot. Okay, cool. Ich wusste nicht, dass sich das so witzig kombinieren lässt. Kleine Sekunde bitte. Okay. So, entschuldigt. Wir schnappen uns dann noch das da. Und die da. Und verschwinden auf den nächsten Floor. In der Zwischenzeit muss ich mal ganz kurz was regeln. Kleine Sekunde, bitte. So, Verzeihung, da bin ich wieder. Ich musste gerade was wegen Aufnahmen. Eyeblob.
wegen Aufnahmen nachher klären. Technology 2, so good. Doink. Oh, ich trottel. Genius! All das verschwendete Reroll-Potenzial gerade. Na gut. Gehen wir erstmal nach hier unten. Self-Sacrifice Room. Nope. Sloth. Sorry, dude. Sloth ist tot. Bob's Rotten Head. Heben wir auf, legen wir weg, rerollen wir. Fettert Mushroom. Damage Upgrade, HP Upgrade. Like. Moment, jetzt muss ich aber andere Musik anmachen. Das finde ich gut. Das ist jetzt mal endlich wieder so ein richtiger BAM-Run. Meister Che. Das rotes Herz. Item Room? Nein. No. Reroll parat. Wisst ihr was? Gehen wir einfach mal zum Boss. Sub Chop. He does not stand a chance. Yep. Zwei Bomben. So, Chop ist tot. Range Upgrade. Schauen wir doch erstmal, was der Deal anzubieten hat. Krampus. Okay. Auch Krampus hat nicht wirklich eine Chance. Ja, kleine Stückchen ausweichen. So, da ist unser Lamp of Coal. HP Upgrade, Quatsch. Damage Upgrade. Das ist ein Range Upgrade, das wollen wir nicht. Zum Mom's Coin Purse und 4 Pillen. Why not? Was seid ihr? Knockdown. Why not? Here's up. Erhöhte Treffergeschwindigkeit für unsere Laser. Nicht Greed. Wow. Okay. Oh, goddammit. Nicht genug Cash. Da habe ich gerade nicht mitgedacht. Was soll's? Cash? Nein. Zwei Bomben. Tot. Tot. Tot und tot. Und tot. Globin. Tot. Au. 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 Ich stecke fest. Jupp. Raum abgeschlossen. Okay, unser Item Room fehlt noch. Wo mag der wohl sein? Oh, top. Nö. Nee. Und ja, ich habe dafür wirklich gerade eine Bombe verwendet. Jetzt haben wir da schon ein komplettes HP Upgrade zusammen. Reroll. Demon Baby. Definitives Reroll. Relic. Ajo, why not? Okay, dann haben wir mal hier. Bombe. Schade, das wäre fast ein wirklich wundervoll symmetrischer Raum gewesen. Floor. Aber, nee, leider nein. Okay, dann ganz kurz in den Boss-Room. Da schnappen wir uns dann das zweite Tunnel Heart und bam, HP Upgrade. Dann erwartet uns da oben noch ein freier Raum, den wir noch nicht erledigt haben. Nämlich der mit den Globins. Oh, alles kein Problem. Das letzte, was wir jetzt noch irgendwie hinkriegen müssen, ist ein Item zum Rerollen finden. Mal schauen, das sollten wir doch bestimmt hinbekommen.
Hey, ein Spirit-Herz. Hupidu. Bomben. Und ein Schlüssel. Und wir haben kein Cash mehr. Okay. Oh, okay. HP Upgrade. Did it. Okay, dann können wir jetzt noch theoretisch da und da. Oh, halt. Da ist er. Oh. Immerhin. 3 Cent. Top Secret Room. 1. 2. Wow, nur zwei Top Secret Room Locations. Oh, bitte lass ihn da sein. Bitte lass ihn da sein. Dann wäre der Floor absolut symmetrisch. Das wäre cool. Yes! Yes! Got his head! Aufgehoben, weggelegt, gerollt. Bum Friend. Böp. Nöp. Aber zumindest haben wir jetzt unser erstes Guppy-Item für den Run gefunden. Wir sind schon irgendwie so ein bisschen ziemlich OP. Minimal. Eventuell mit viel Gedankenkraft. Wie dem auch sei, nächster Floor. Jetzt 1. Necropolis 1. Macht nichts. Oh Gott, dammit. Das hat mich gerade einen von meinen Schlüsseln gekostet. Gratis Bombe. Okay. Okay, er ist tot. Fliegen sind tot. Item Room? Hey, Item Room. Yes. Oh yeah. Okay. Item Room ist Little Chubba. Little Chubby. Hm. Eigentlich nicht ganz so verkehrt, aber das wäre ein bisschen sehr viel Shit, der gleichzeitig abgeht, wenn ich irgendwie schieße. Also nein. Stattdessen konzentriere ich mich auf meine Mask of Infamy hier drüben. Ja, habe einen Reroll und vom Relic ein Spirit Herz. Und... Sorry, musste mich gerade räuspern. Und habe einen Reroll parat. Gebe mir... irgendwas Cooles. Guardian Angel. Bam. Zweiter Orbital. Blockiert ebenfalls gegnerische Projektile und fügt Gegnern Schaden zu. Aber bringt alle Orbitals dazu, sich mit anderthalbfacher Standardgeschwindigkeit um mich zu drehen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das am besten formuliere. Ja, das war Necronomicon durch Missing Page. Cool. Curse Room. Gimme stuff. No. Okay. Later, Dickbag. Dann gehen wir jetzt nach oben rechts. Oder? Ene, mene, Mister. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Okay. Gehen wir nach rechts. Boing. Raum abgeschlossen. Judgment. Sub, Dude. Einmal. Zweimal. Reroll. Attack Fly. Oh, hey! Noch ein Judgment. Einmal. Zweimal. Okay, ich gebe es zu. Nach 2 Cents jeweils direkt Items zu bekommen wäre... Das hättet ihr mir nicht geglaubt. Okay, mehr Kleingeld. Da ist ein Shop. Ich tippe auf Greed. Es ist nicht Greed und das Item ist mir auch relativ egal. Das finde ich gut. Dann... 1... 2... 3... Noch ein HP-Upgrade. Au. Hier könnt ihr mir nichts anhaben. Reroll. Das war das HP-Upgrade. Das rerollen wir erstmal noch nicht. Die Attack Fly wiederum wird zu einem Range-Upgrade. Okay, was haben wir hier? Hänger. Okay. Eine Bombe für zwei Bomben.
gern. Okay. The World zeigt uns das Layout des Floors. Okay, okay. Goldene Truhe. Oh. Wenigstens ist es ein einfacher Raum. Nope. Und letzte Runde sind Knights. Alles gut, für mich seid ihr keine Bedrohung. Ein wenig mehr Kleingeld. Okay, dann würde ich vorschlagen, einmal hier durch, einmal hier durch. Reroll. Okay. Horror of Babylon. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Guppy's Paw. Und die Überprüfung, ob der Secret Room hier ist. Ist er nicht. Wir haben ein entsprechendes Kontingent an Bomben, also... Necronomicon. Ah, Greed. Hi, Greed. Greed Farming. Interessante Idee. Okay, Greed Farming it is. Hi, Greed. Ow. Okay, Spirit Hearts. Wieder kein Reroll. Item. Nicht Reroll, sorry. Okay. Spawn a Gegner. Nein! Oh. Egal. Auf jeden Fall haben wir gerade einen Haufen Kohle bekommen. Reroll haben wir auch zusammen. Okay, waren wir... hatten wir Shop-Item? Ich nix remember. Reroll. Kompass! Bam! Planung, Bitches. War ja auch total geplant. Na gut, dann von hier aus gehen wir zum Boss und haben ein wenig Fun. Ah! Hallo, Carrion Queen. Ist das angenehm, wenn du mir keine Herausforderung bist und... Komm! Ich darf nochmal Damage nehmen, bitte. Dankeschön. Great! Von jedem Consumable 1. Reroll. Speed Upgrade? Really? HP Upgrade? Na. Cat on Ninetales. Range Upgrade. HP Upgrade. HP Upgrade. HP Upgrade. Tears Upgrade und ein Consumable. Hm. Nope. Gut, dann ist meine nächste Aufgabe jetzt wieder mehr rote Herzen zu finden. Hatten wir hier nicht noch ein Judgment oder so? Ne, nur ein Spielautomat. Hm. Na gut. Rotes Herz. Halbes rotes Herz. Gut, dann haben wir jetzt einen Reroll parat. Oder einen potenziellen Reroll. Ist, glaube ich, besser formuliert mit ein potenzieller Reroll. Dann schnappen wir uns als nächstes die roten Herzen. Falls Plural, hier links, ein halbes. Und noch ein halbes. Das ist unser zweiter Reroll. Und wisst ihr, was wir eigentlich noch tun können? Glücksspiel! Glücksspiel ist immer eine Option. Ja. Na, komm. Upp, sorry, das war ich. Lockdown, richtig. Mehr Kleingeld. Los, komm schon. Gib mir gefälligst rote Herzen. Bitch. Na gut.
Secret Room. Yay! Dritter Reroll. So, dann von hier aus. Kommando. In den Boss Room. Einmal auswaschen. Und... Oh Gott, dang it. Das kostet mich zwar ein ganzes, aber ich will noch einen Reroll. Meat. Ja. Tears und HP Upgrade. Why not? Oh, in der Zwischenzeit. Moment. So, Verzeihung. Hatten wir uns nicht die Treasure Map gekauft? Hm. Na shit, die konnten wir uns ja nicht kaufen, weil wir nicht die Kohle hatten. Na gut, kämpfen gegen Andy. Joink und joink. 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 Und ein Stückchen Envy. Truhe, Spirit Herz, Fun Times, Mom's Pearl, erhöhte Drop Rate für Spirit Herzen. Nehmen wir mit. All the Spirit Hearts. Wir wollen wahrscheinlich in die Richtung hier. Zack, die Bombe interessiert uns nicht weiter. Leaper. Okay. Tuff Klaps verdoppelt die Anzahl unserer Bomben. Nehmen wir. Oh, jetzt können wir unsere Route entsprechend planen. Jo. Leech. Joink. Den Raum hier muss ich leider machen. Item Room. Lemon Mishap. Joink. Und joink. Reroll. Magnet. Zieht Items an. Oder zumindest Consumables. Nö. Okay. Spirit Hearts. Halt. Denkfehler. Massiver Denkfehler. Kommando nach hier links. Doppelwies. Okay. Fehlt noch ein Raum für den Reroll. Schauen wir mal hier oben. Globins. Globins don't know shit. Justice von jedem Consumable 1. Praktischerweise ein Spirit Herz. Okay, dann von hier aus gehen wir wieder rerollen in Rosary. Eagle ist 7-mal im Shoppool und 4 Spirit Herzen. So. Dann machen wir doch jetzt hier mal ein bisschen Tabula Rasa. Okay, du bist tot. Ja, du bist tot. Du bist tot. Ein rotes Herz. Praktisch. Okay, Fortune Teller. Gimme stuff. Hey, es funktioniert sogar. Was bist du? In the Tower. Okay. Okay. Spirit Hearts. Whoop-de-doo. Ja, ein Item zum Rerollen. Überraschung. Reroll. Hello! Bam! All Stats Upgrade! Okay, von hier aus dann würde ich sagen, Marsch Richtung Shop. Das kann ja schließlich nicht Greed sein. Judgment! Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. HP Upgrade.
Ja. Gut. Das dürfte jetzt halbwegs... Oh, fast halbwegs für den Shop reichen mit dem Reroll. Diese Viecher. Bin nicht erfreut. Jupp, Spirit-Herz. Tor 1. Hinter Tor Nummer 1 verbirgt sich eine Ziege und hinter Tor Nummer 2, 3 Kamikaze fliegen. Super. Angriff auf den Shop. Theoretisch könnten wir den Boss farmen. Würden wir 7 Cent finden. Oder 4 Cent. Aber. Na. Scapula. Bam, Breaking Run. Bitches. Haha, Scapula, Miter, D6. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist der D20. Dann sind wir im Business, Boys. So. Und 1 und 2. Okay, dann von hier aus in den Item Room. Ich meine, theoretisch, wir könnten den Blatt... Ah, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Jank. 1, 2. So, ein entsprechendes Kontingent an Kleingeld. Und einen unbestimmten Zeitraum. Und eine unbestimmte Dauer später. Meine Fresse, dass ich das beschissen formulieren. Oh. Gut, dann gehen wir jetzt in den Shop. Das dürfte ein Spacebar-Item gewesen sein, richtig? Richtig. Reroll. Steam Sale. Rotes Herz. Ja, und wenn wir eh schon hier sind, kaufen wir auch gerade noch die Bombe. Jetzt hätte ich beinahe das Item aufgehoben. Die Feuer hatten wir gelöscht, ne? Oh Gott, war ich mal wieder blöde. Egal. Dann Kommando hier runter. Au. Und au. Da ist unser Reroll. Oink. Leather. Ich hätte jetzt liebend gerne den D20. Oh, oder die Treasure Map. Close enough. Why the fuck not? Sekunde. Sorry, ich habe heute einiges an Koordinationsgedöns wegen Aufnahmen und so weiter. Da ich das ja nicht mehr nur alleine mache. So, dann. Quizfrage, was war jetzt nochmal im Item Room? Ich weiß es nicht mehr. Ah, stimmt. Rosary. Bibel 7-mal im Shop-Pool. Spirit-Herzen. Genau. Okay. Wir machen folgendes. Einmal. Zweimal. Reroll. Kalte Cross. Hin und wieder Unverwundbarkeit. Deal. Und wir nehmen anscheinend das Rosary mit. Ich habe nicht mitbekommen, dass alle Spirit-Herzen flöten gegangen sind. Na gut, was soll's. Wir haben bekommen, was wir wollten. Boink. Rosary. Waren wir im Secret Room? Ich
Ich glaube, wir warten schon im Secret Room, ja. Okay, Mom. Hi, Mom. Ah, es ist die... Nee, es ist die normale Mom. Und bye Mom! Okay. Polaroid. Ganz kurz gebombt. Rerollt. Pentagram. Damage Upgrade. Halbes rotes Herz. Optimum Health. Und nächster Floor. Ja, Sekunde bitte. Alrighty then, wir wissen ja glücklicherweise, Library, wo wir hin müssen. Noink. Was bist du? Two of Diamonds, verdoppelt unser Geld. Boink. Boink. Okay, das waren die ersten zwei. Und die anderen zwei. Noch ein rotes Herz. Ein halbes rotes Herz. Zwei Schlüssel. Ich habe nicht mal ein... Oh, ich habe nicht mal einen Schlüssel. Ups. Ah, der droppt Geld. Der Kollege hier. Und ein Schlüssel. Hey, hey. Gamekit können wir aufheben. Spacebar-Item. 10 Bomben können wir nicht aufheben. Halo of Flies und Harlequin Baby. Vorerst nein. Was gehört hier? Okay. Alles erledigt. Da ist ein Spirit Herz. Dann haben wir hier oben noch zwei Räume. Eins von den Viechern. Noch eins von den Viechern. Tarotkarte, Hero Farm, zwei Spirit Herzen. Wup, wup. Wup, nicht einsammeln. Jedenfalls noch nicht. Blastusses. Gesplittet, gesplittet. Tot, tot. Tot, tot. Da ist unser Reroll. Moment. Und weiter geht's. Wieder zurück in die Library. Max's Head, please. Reroll. Speed Upgrade, X-Ray Vision. Okay, die X-Ray Vision nehmen wir mit. Das andere lassen wir erstmal liegen, denn jetzt kommen wir gratis in den Secret und Top Secret Room, sofern wir sie finden. Beziehungsweise dran vorbeilaufen, wohlgemerkt. Hier nicht. Hier nicht, okay. Die Tarotkarte war der Tower, die nehmen wir einfach mal mit. Und machen Joink. Nicht ein Tinted Rock. Oh. Okay. Dann holen wir uns noch das halbe Spirit Herz hier. Top Secret Room hier oben. Nein. Okay. Also dann. Ein Kommando nach hier unten rechts. Ah, Top Secret Room. Secret Room, sorry. Mein Geld. Ein Fenster. Fenster. Ein Feuer sollte ich anlassen. Brains. Brains die erste, die zweite, die dritte und The Revenge of Brain. Judas Tongue. Wäre interessant für Curse Room. Für Deal Room. Jo. Aber ich glaube kaum, dass wir einen Deal bekommen auf diesem... Wobei... das ist unser Top Secret Room. Wir kämpfen gegen Gertie.
Und wir haben eine tote Girlie. Schnappt uns wieder ein Spirit Herz. Zwei halbe rote Herzen. Perfekt. Curse Room. Top Secret Room. Rote Herzen. Boink, boink, boink. Optimal. Ja. Und dann verschwinden wir gerade wieder in die Library. Oh. Aus dem Speed Upgrade wird Chocolate Milk. Okay. Jetzt würde mich nur mal interessieren, ob mein Technology trotzdem noch Damage verursacht, auch wenn ich Chocolate Milk habe. Na gut, das werden wir gleich rausfinden. Gehe ich jedenfalls mal fest von aus. Yep, sieht gut aus. Oh, halt still. Bitch. Einmal. Hey. Ah, der Blastus ist es. Du bist tot und du bist auch tot. Curse Room. Guppy. Ah, Spirit Hearts. Close enough. Immer noch nichts von Relevanz. Dann schlage ich Folgendes vor. Spirit Hearts lasse ich erstmal nochmal da liegen. Hier rüber, Judas Tang. Oh. Hier komme ich leider nicht dran. Das war ein Selbstläufer. Mehr Kleingeld, eine Bombe. Und unser Boss ist... Conquest. Yep, ausweichen. Ja, wo steckst du, Conquest? Ja, Conquest dürfte dann gleich hinüber sein. Das war das Celtic Cross. Das war das. White Pony, Spacebar Flug. Hier haben wir auf, legen wir, können wir das rerollen? Jo, Spelunker Set. Goddammit. Jo. Nee. Nee. Jo, nee. Einmal. Noch einmal. Reroll. Jesus Juice. Tears Upgrade. Damage Upgrade. Meh. 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 Pretty much meh. Okay, 1, 2. Okay. 1. 2. 3. 4. Leider nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Na gut, was soll's. Dann Polaroid. Aus Prinzip. Ja, war leider nichts dabei. Und boink, 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 boink. So, einmal hier hoch. Und hallo, hallo Spirit Herzen. Hey, die Hey. Okay. Dann wieder Marsch in den Boss Room. Marsch auf den nächsten Floor. Und ich denke, es wird dann langsam mal Zeit, dass wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Reroll. Schubdu. Really? Really? Okay. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Komplett aus Prinzip. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Hey. Perfekt. Bam. HP Upgrade, Speed Upgrade. 4 oder 5 Herzen Recovery. Ich kann es mir nicht genau merken. Reroll parat, Schubdebub wird zu. Kamikaze? Ja, wenigstens ist es wieder buggy.
Ah, okay. Fuck this. Nächster Floor. Wump 2. Instant Sick Room. 6 Cent. Alles klar. Wir haben ein paar Globens. Du bist tot. Bombers, Bird Hearts. Keine Schlüssel. Gott damit. Aber diese Konstellation gefällt mir. Sehr schön. Noch eine Tower-Karte mal wieder. Okay, was haben wir hier? Bomben-Items. Okay. Reroll. Ich sag nichts. Könnte ich bitte noch ein Polyphemus haben? Irgendwas fehlt hier noch. Das ist ja gestört. Hey, Skatol. Dankeschön. Okay, Skatol. Fly Love. Ohne Worte. Ich bereue nichts. Na komm, Zist, stirb. Okay. Curse Room, was hast du anzubieten? Nichts und weiter nichts. Okay. Telepills. Oh. Das Einzige, was jetzt irgendwie ein bisschen traurig ist, ist, dass Technology 2 jetzt keinen Schaden mehr verursacht. Kannst du mal aufhören abzuhauen? Dankeschön. Zist. Lucky. Okay. Truhe. Boss war die Richtung. Korrekt. Ups. Boink, boink. Boink. Unbekannte. Nee, nicht unbekannte Pille. Bad Guys. Auch nichts von der Relevanz. Ja, der doppelte Duke of Fly. Sie sind niedlich, wenn sie noch so jung sind. Sand, Spirit Hearts, Boss, Hyatt Lips. Und so. Permanentes Bombenstadium. Mom ist tot. Lang lebe Mom. Nächster Floor. Oh, Library. Library. Autsch. Library. Oh, Tinted Rock. Wird ja mal besser hier. Grab mal raus. Ja, grab mal rein. Boom. Ein Schlüssel. Na, immerhin. Wir haben einen Hänger. Wir hatten einen Hänger. Library. Ich will beides nicht. Come on! Really? Really? Oh, kleinen Moment, ich brauche erst was zu trinken, bevor ich das weitermache. So, da bin ich.
Also gut, auf geht's. Wir brauchen einen Raum mit Consumables, und zwar pronto. Wir beginnen am besten damit, dass wir uns Platz machen. Das wären schon mal zwei Consumables. Ich denke, hier dürfte reichen. Yes. Jetzt kann ich mich ganz gemütlich hier hinter verstecken. So, wo ist hier in der Nähe eine Damage-Quelle? Wir hätten den Eingang zum Curse Room zur Verfügung. Okay, ansonsten sehe ich nicht viel. Rote Herzen. Okay. Mehr rote Herzen. Na komm. Mehr Consumables. Das erste Item, was wir dann eigentlich wollen, wenn wir anfangen zu breaken, wäre ein Lucky Foot. Okay, noch eine Bombe. Na komm. Ja, okay, eine goldene Truhe. Perfekt. Ace of Spades. Alles klar. So, dann wollen wir jetzt unseren D20 oder D20. Dann wollen wir nach Möglichkeit den Schlüssel. Genau deswegen. So, der Trick bei der Sache. Bevor ihr jetzt hier großartig anfangt, Raum verlassen, nochmal schnell Raum betreten. Bevor ihr jetzt hier direkt anfangt, Truhen zu öffnen und so weiter, geht erst und macht euren D20 wieder einsatzbereit. Denn auch geöffnete Truhen zählen als etwas, das ihr mit dem D20 rerollen könnt. Das ist der große Trick an der Sache. Na, bevor wir anfangen, unsere Damage-Quelle zu suchen. Könnten wir natürlich auch erstmal damit anfangen, hier ein paar Räume zu machen. Jupp, Double Greed. Au. Blanket. Oh Gott, damit, ich habe nicht nachgedacht. Raus hier! Au. Kommando zurück. Das wäre natürlich auch nochmal ein sehr optimaler Ort. Okay. Jo, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber egal. Was haben wir hier? Weiteres Kleingeld. Weiteres Kleingeld. Keine Schlüssel. Das könnte noch problematisch werden. Ein goldener Schlüssel wäre jetzt ausgesprochen vorteilhaft. Au. Ein komplettes rotes Herz ist schon mal nicht schlecht. Kleingeld. Was bist du? Two Spades. Perfekt! Verdoppelt die Anzahl unserer Schlüssel. Wenn wir welche hätten, wäre das richtig gut. Greed. Dieser Run wird immer interessanter. Okay. Hit it. Hit it. Okay. Immer schön weiter so. Unbekannte Pille? Hier ist Upgrade. Okay. Two Farts. Perfekt. Two Spades.
Schlüssel. Okay, und du bist The Fool. Okay, two spades. Und raus hier. Sehr schön. Okay, wir haben einen Schlüssel. Mit dem einen Schlüssel sind wir hier an roten Herzen. Ein halbes. Perfekt. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Jo. Alrighty dann, von hier aus. Können wir echt direkt mal checken, was hier drin so abgeht. Nichts Interessantes. Also, gerade wieder raus. D20. Jo, große Fallbombe. Ein weiterer Schlüssel. Den Rest lasse ich, wie er ist. Und einmal, zweimal, Smitty. Boink. Und boink. Okay. Checken, was hier drüben abgeht. Leider keine vernünftige Damage-Quelle. Ja. Okay. Eigentlich müssten wir jetzt nur noch einen Raum machen. Ich denke, ich mache im Secret Room weiter. Aber erst so, da ist der gewünschte Reroll. Kommando. Feuer frei, Bitch. Los, spawne Gegner. Sehr gut. Okay, D20. Noob. Okay, ich sehe noch mehr Schlüssel. Ja. Okay, wir brauchen erstmal. Bisweil, was bist du denn? Bad Gas. Uninteressant. Two of Spades, 10 Schlüssel. Alles klar. Öffnen wir mal dich. Oh. Interessant. Goddammit. Na gut, was soll's. Komm, triff mich. Wir schnappen uns Fate. Jetzt können wir fliegen. Schnappen uns die Schlüssel. Herz. Cent. Weiteres Kleingeld. Tadpils. Okay. Bisschen Kleingeld. Hätte schlimmer sein können. Aber jetzt können wir zumindest schon mal fliegen. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg, um an mehr Zeug zu kommen. Oder aber wir scheißen drauf und spielen endlich weiter. Health up. Cool. Okay, dann D6. Shit happens. Ich würde vorschlagen, wir gehen dann noch schnell. Ups, falsch. Falsch abgebogen, sorry. Wir gehen dann erst noch schnell. Okay, Gebiet Nummer 1. Oh, jetzt hat er mich doch noch getroffen. No.
so viel Zeug. Okay, okay, das wäre der gewünschte Damage für den Reroll. Vermutlich den letzten Reroll. Und wir sagen Adios zum D20. Hat mir Boom schon aufgehoben? Ich glaube nicht. Ja, da war Boom. Reroll. Haben wir der Virus nicht schon? Anscheinend nicht. Okay, der Virus. So, dann Kommando zum Boss. Ja, halt. Weniger auf die Karte gucken, mehr gucken, wo man hinläuft. Ich würde vorschlagen, wir gehen erst in den Top Secret Room und dann zum Boss. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ja. Rottruhe, große Trollbombe. Okay. Dang it. Gott. Drrr. High Priestess. Perfekt. Okay. Hi, Isaac. Storm. Au. Okay, und Isaac in Phase 3. Oh Gott, damit. Close but no cigar. Level up. The chest. Truhe 1, Truhe 2, Truhe 3, Truhe 4. Alles Scheißendreck. Teleport können wir kurz aufheben, ansonsten Reroll. Wird ja auch immer schlimmer. Hourglass. Crack the sky. Ah, schau mal einer an, es ist Greed. Okay. Ah, Top Secret Room. Fatschenteller! Sehr gut! Yes. Spiritherzen. 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 Come on. I will survive. Ne, Tarotkarte. Tuff Clubs. Oder unsere Bomben. Pretty much mehr. Na komm schon. Ja? Ja? No. Crystal Ball. Zeigt uns die Map, gibt uns das Bird Hearts. Immerhin. It's something. Ach Gott. Dang it. Reroll. Mom's Pad. Mom's Bra. Mom's Tooth.
$3 Bill. $3 Bill ist ein zufälliger Tränen-Effekt. Ist für uns eigentlich recht wurscht. Weil wir ja keine Tränen haben. So, sofern möglich. Oh Gott! Aber okay, zugegeben, gegen Ende war ich zu unkonzentriert. Na gut. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer, vom Barcade. Bye, Leute!